Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir Clara Kids nähen. Das ist ein ganz lang ersehntes Schnittmuster meiner Kunden, weil die Frauenvariante wirklich einer eurer Lieblinge ist. Clara kann als Shirt, so wie hier, oder als Kleid genäht werden. Und der Hingucker ist die Falte oben an der Schulterpartie. Und Clara ist wirklich ganz schnell und einfach zu nähen. Hier mal die chillige Strandkleid-Variante. Es geht natürlich auch bis zum Knie zu nähen und dann ist das Ganze ein bisschen alltagstauglicher. Das ist nochmal ein schönes Beispiel für die Damenvariante als Shirt und hier mein Lieblingskleid. Ich verlinke die Anleitung zu dem Kleid hier oben nochmal. Und dann legen wir auch schon los. Clara Kids besteht eigentlich aus zwei Teilen. Da oben siehst du schon mal die Falten. Und das Schnittmuster ist ohne Nahtzugabe, so wie meine anderen Schnittmuster auch. Da ich hier die Kleidvariante nähe, mache ich diese natürlich auch mit Taschen. Und Taschenbeutel müssen einfach immer mit dabei sein. Das Schnittmuster kann als Shirtlänge genäht werden. Ich mache das jetzt eben in der knielangen Variante und dann gibt es eben noch die Maxi-Variante, die vorne auf dem Bild war. Genau. Die Markierung der Taschenbeutel, die müssen natürlich beim Zuschnitt dann mit auf den Stoff übertragen werden. Und jetzt möchte ich noch mal ein paar Worte zur Nahtzugabe sagen. Wie gesagt, das Schnittmuster ist ohne Nahtzugabe und je nachdem, mit welcher Maschine du nähst, musst du natürlich die Nahtzugabe dazugeben. Und hier noch mal ein kleiner Tipp von mir. Man sagt ja immer auch gerne Nähfüßchenbreit oder eben 1 cm. Guck einfach mal auf deiner Nähmaschine, ob du auf der Stichplatte unten auch so Markierungen hast. Und demnach kannst du eben auch ganz einfach die Nahtzugabe nachher abnähen. Da sind bei mir eben die 10 mm, also der 1 cm, und mein Nähfüßchen ist aber 0,7 cm breit. Und deswegen schneide ich eigentlich alle meine Schnitte oder meine Kleidung, die ich nähe, immer mit 0,7 cm Nahtzugabe zu. Da bei mir ist es egal, wenn ich immer Nähfüßchen breit nähe, ob ich die normale Maschine nehme oder ob ich die Overlock nehme. Es wird immer genauso viel abgenäht. Und das ist eben so eine Sache, das kommt wirklich auf die Maschine an und eben so, wie du gerne nähst. Du hast die Variante, das eben einfach nähfüßchenbreit abzunähen. Dann wären das bei mir eine Nahtzugabe von 0,7 cm oder eben der 1 cm Nahtzugabe. Dann müsste ich den Stoff beim Nähen immer da lang ziehen. So viel dazu. Jetzt geht's weiter und wir fangen gleich mal mit den Taschen an. Und hier die Markierungen jeweils immer auf Vorder- und Rückenteil übernehmen. Ich mache das immer ganz einfach mit einer Nadel. Man kann das Ganze natürlich auch anzeichnen, aber die Nadelvariante reicht. Da komme ich am besten mit klar. Wenn du die Markierung übertragen hast, dann nimmst du dir ein Teil, entweder Vorder- oder Rückteil, klappst das Ganze mit der rechten Seite nach oben auf und legst es vor dich hin. Und jetzt kommt auch schon der Taschenbeutel dran. Der Taschenbeutel wird rechts auf rechts auf das Schnittteil gelegt und eben mit festgesteckt. Wie du siehst, habe ich hier schon ein bisschen mehr Nahtzugabe dazu genommen. Und ich möchte auch noch eins sagen, ich habe hier nicht geguckt, ob die Streifen stimmen. Das ist auch völlig unwichtig bei den Taschenbeuteln. Das ist purer Zufall. Siehst du auch gleich auf dem anderen Schnittteil. Genau, jetzt bitte alles fixieren und schön feststecken. Und dann wird der Taschenbeutel auch schon angenäht. Du kannst den natürlich auch, wenn der Stoff nicht reicht, aus einer anderen Farbe nähen. Also weiße Taschenbeutel oder eben einfach in einem Kontraststoff. So, hier ist das Ganze jetzt angeheftet. Und wie gesagt, dass die Streifen stimmen, ist purer Zufall. Jetzt kommt das zweite
Teil, das ist jetzt bei mir, liegt unten auf dem, der Schneidmatte, das Vorderteil, und das ist jetzt hier das Rückenteil. Und das lege ich so rüber, dass alles rechts aufeinander liegt. Da rollt sich so ein bisschen dieser dünne Jersey ein. Und jetzt, das mache ich immer gerne so, nehme ich mir den zweiten Taschenbeutel, weil es soll ja nachher so aneinander genäht sein, dass eben die Taschenbeutel auch in gleicher Höhe sind. Und das klingt immer so einfach, aber wenn man das einfach nur an den Markierungen ansteckt, habe ich die Erfahrung gemacht, es wird irgendwie schief bei mir. So, genau, ich nehme jetzt den nächsten Taschenbeutel, lege den links auf den eben angehefteten Taschenbeutel und jetzt lege ich mir das Rückenteil oben rechts auf rechts oben drauf. Das heißt, ich habe jetzt nämlich die Taschenbeutel in gleicher Höhe und stecke ihn jetzt an dem Rückenteil fest. Jetzt nähst du den Taschenbeutel mit einem elastischen Stich immer jeweils an das Vorder- und das Rückenteil an. Aber du achte bitte darauf, dass die Nahtzugabe da oben frei bleibt. Das heißt, ich habe hier einen Dreifach-Grad-Stich genommen. Ich würde auch hier keine Overlock empfehlen, sondern eine normale Maschine. Und oben der Zipfel, der muss eben frei bleiben, diese 0,7 oder der 1 cm. So. Als nächstes nimmst du dir das Vorder- und das Rückenteil, legst das Ganze jetzt nochmal rechts aufeinander und nähst das Ganze an den Schultern zusammen. Man kann das immer erkennen daran, dass die Zipfelchen da, die ja nachher die Falte bilden, einfach noch im Ausschnittbereich da zu sehen sein müssen. Ja, und nun ist auch schon die Falte dran. Du legst das Vorder- und das Rückteil, was jetzt zusammengenäht ist, so auf den Tisch, dass dich die rechte Seite anguckt. Und nun basteln wir diese Falte oben an der Schulter. Genau, so sieht das Ganze auf dem Schnittteil aus. Das ist jetzt das Vorderteil und du hast jetzt natürlich hier schon das Rückenteil angenäht, aber ich glaube, man erkennt ganz gut, da oben ist der Bereich, in dem die Falte markiert ist. Bei neuen Schnittmustern oder wenn ich Angst habe, den Überblick zu verlieren, dann nehme ich immer einen dicken bunten Stift und markiere mir für meine Größe die wichtigen Striche und Markierungen. Und das sind eben jetzt hier die drei Striche, die nachher die Falte vom Vorderteil aus formen. Und die werden jetzt so gelegt, dass du die Spitze, das ist jetzt hier der obere oder auch linke Strich, dass die Spitze direkt auf die Schulternaht gelegt wird. Genau, so ist es eigentlich. Ich habe die Spitze nochmal schön gemacht vom Pfeil. Genau, so sieht das Ganze in der Theorie aus. Und jetzt machen wir mal das in der Praxis. Also, so soll das Ganze aussehen. Und ich gehe jetzt mal auf die andere Seite, leg alles einmal schön vor dich hin und da siehst du auch schon die Spitzen, die ich eben auf dem Schnittteil gezeigt habe. Und jetzt wird eben die darüber gelegt und die Falte geformt. Ich habe mir jetzt hier auch noch ein bisschen mehr Mühe beim Zuschneiden geben können. Dann laufen die Striche bei so einem gestreiften Stoff auch richtig schön dann oben an der Schulter noch zusammen. Ja, also Spitze auf die Schulternaht und dann wird das Ganze wieder zurückgeklappt und ja, mit einem Clips oder mit Stecknadeln fixiert.
Und wenn dann beide Falten drin sind, dann bekommt man auch schon so ein kleines Gefühl dafür, wie das Ganze später aussieht. Das finde ich immer richtig schön. Und dann kommt jetzt nämlich auch schon die Entscheidung, falls du die vorher nicht schon gefällt hast, aber manchmal ändert man die genau an dem Punkt hier, wie der Halsausschnitt versäubert werden soll. Und das kann man natürlich einmal einfach durch Versäubern der Kante und Umklappen und Festnähen machen. Das ist dann da ein bisschen frickeliger, funktioniert aber auch gut. Dann kannst du das Ganze auch mit einem Beleg machen, obwohl ich das bei der Sommervariante... Ich finde ein dünnes Bündchen oben immer noch am schönsten, gerade bei Kindern. Und dafür habe ich mich jetzt auch entschieden. Und dann machst du das, indem du einmal diesen Ausschnittumfang misst und dann eben dein Bündchen in der richtigen Länge zuschneidest. Man sagt immer, man nimmt den Umfang vom Halsausschnitt mal 0,8, weil man das ja ein bisschen gedehnt annäht. Das kommt aber ein bisschen darauf an, wie dein Stoff, dein Bündchenstoff sich eben da auch dehnt. Genau, das Ganze wird dann rechts auf rechts an den Ausschnitt geheftet, festgenäht und dann ist das Ganze auch schon fertig. Weiter geht es mit den Ärmeln. Und ich mache das Ganze jetzt für die Sommervariante natürlich auch ohne Ärmel und mache das auch wieder in der simplen Variante. Das heißt, einmal die Kante dort versäubern und dann wird das Ganze nach innen umgeschlagen und einfach mit einem elastischen Stich festgenäht. Und ich nehme da auch wirklich gerne den ganz schnöden Zickzackstich, weil ich den wirklich schön finde. Das Ganze sieht dann so aus, einmal von der rechten Seite, das ist hier unten, und von der linken Seite oben, also ist das auch hübsch. Nicht zu knapp umschlagen, also ich nehme da immer gerne doch so 1,5–2 cm, damit es eben sich dann nicht immer rausdreht. Aber ja, das ist eine schöne, schnelle und einfache Variante. Jetzt sind wir auch schon auf der Zielgeraden, nämlich beim Zusammennähen. Und dafür nimmst du dir jetzt einfach das Vorder- und das Rückenteil und legst es rechts auf rechts aufeinander. Jetzt habe ich hier natürlich auch geguckt, dass die Striche einigermaßen gut passen. Da habe ich beim Zuschnitt schon drauf geachtet. Aber jetzt gucke ich auch hier, dass das wirklich auch so ist, dass es sich nachher an der Seite trifft. Die Taschenbeutel werden auch mit nach außen geklappt. Und wenn der sehr weich und sehr, wenn er sich sehr gerne rollt, dein Stoff, dann würde ich das auch alles fixieren mit Stecknadeln oder mit Klammern. Und dann wird das einmal vom Ärmel ausgehend zusammengenäht an beiden Seiten. Genau. Das mache ich dann wieder mit der Overlock und da bleibt ja dann immer so ein... so ein Restfaden übrig. Den nehme ich wieder mit meiner Stopfnadel und ziehe den zurück in die Overlocknaht und dann ist das oben auch richtig schön sauber gelöst. Übrigens trage ich hier die Clara in der Damenvariante. Ja, also bei den Temperaturen wirklich ein Knaller. Genau, so. Und wenn dann da oben alles sauber ist, dann bist du auch schon fertig. Ich habe mich zu guter Letzt auch noch dafür entschieden, oben diese Nahtzugabe von dem Bündchen nochmal festzunähen, dass sie sich eben nicht da rausdreht und damit das auch wirklich einfach schön aussieht. Ja, nun ist alles fertig soweit und es fehlt bloß noch der untere Abschnitt. Da ist jetzt immer die Empfehlung, einmal anziehen, gucken, ob die Länge stimmt, und ansonsten habe ich das auch einfach wieder versäubert und dann eben die 1,5 cm nach innen umgeschlagen. Ja, hier ist jetzt links außen, deswegen ist es nach außen, und wieder mit meinem Zickzackstich festgenäht. Ja, und dann ist Clara auch schon fertig. Und das geht wirklich ratzfatz und ganz, ganz schnell. Und es ist auch aus diesem leichten Jersey oder aus Modal eben ein richtig, richtig tolles Sommerteilchen und ein Liebling eigentlich von allen, die ich so kenne. Auch meine Nachbarstochter hat sich gefreut, für die habe ich nämlich das Kleid hier genäht, denn ja, bei mir gibt es keine Mädchen in der Familie. Und es wird gern getragen und ist wunderbar leicht und luftig.
Ich verlinke dir die Schnittmuster zu Clara und zu Clara Kids natürlich wieder unten in der Infobox. Und ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und du darfst natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Hier geht es rund ums Nähen und meine Schnittmuster und Tipps und Tricks zum Nähen. Ja, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Nähen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!